Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen! Der vorliegende Antrag ist geschmückt mit vielen Zahlen und hat etwas, was für die AfD symptomatisch ist. Sie führt als Argumentation gegen den Familiennachzug völlig aus der Luft gegriffene Zahlen an und erfindet ein Szenario von unkontrollierter Massenzuwanderung quer durch die Republik. Die AfD rechnet für jeden, und das haben ja die Vorrednerinnen und Vorredner wunderbar noch mal erwähnt, rechnet für jeden anerkannten Schutzberechtigten mit einem Zuzug von 3 Familienmitgliedern und gibt an, dass über den Familiennachzug weitere 150.000 Personen nach NRW kommen würde. Einen Faktencheck mache ich jetzt nicht mehr, das haben meine Vorredner ja bereits unternommen, möchte aber trotzdem erwähnen, dass nach seriösen Berechnungen eben nicht von einem Zuzug von 150.000 Menschen nach NRW zu rechnen wäre, sondern lediglich von 14.000 Menschen. Ja, und die Verbreitung von falschen Fakten beruht zumindest in diesem Fall nicht auf Unwissenheit. An dieser Stelle können wir der AfD nicht Unwissenheit attestieren. Nein, sie wird bewusst eingesetzt, um Angst und Unsicherheit in unserer Gesellschaft zu schüren. Und wir werden es nicht zulassen, denn dass in diesem Haus mit Lügen gezielt Stimmungsmache gegen Schutzbedürftige eingesetzt wird. Und wir werden überall und immer wieder ihre Lügen entlarven. Ja, und angesichts der Bilder, die uns täglich aus Syrien erreichen, Bilder, die zeigen, dass aufgrund des Krieges in vielen Städten kein Stein mehr auf dem anderen steht, ist es an Zynismus nun wirklich nicht mehr zu überbieten, dass die AfD von einer baldigen Rückkehr der Menschen in dieses von Gewalt und Zerstören geplagtes Land spricht. Für uns Grüne ist das Recht auf Familie ein Grundrecht. Es ist, wie wir ja auch in diesen Tagen bei den Sondierungen in Berlin erleben, ein Armutszeugnis, dass gerade die Christliche Union, die für sich beansprucht, die Familienpartei zu sein, weiterhin an der Aussetzung des Familiennachzugs festhalten, Kinder von Eltern und Eheleute über Jahre auseinanderreißen will. Familien gehören zusammen, und das gilt für jede Familie, unabhängig von Herkunft und Status. Und dafür, meine Damen und Herren, stehen wir Grüne in Berlin und in NRW ein. Frau Kollegin, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Der Abgeordnete Seifen würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Okay, Sie wollen im Zusammenhang vortragen. Ich will Ihnen doch nicht Raum für weitere Lügen hier geben. Hallo? Das nicht. Nein, das nicht. Die Aussetzung, hören Sie lieber zu, nehmen Sie ein paar Fakten mit, wenn Sie es überhaupt noch können. Die Aussetzung des Familiennachzugs ist nicht nur rechtlich höchst bedenklich, sondern auch aus integrationspolitischer Perspektive eine fatale Entscheidung. Wer bei uns vor Folter, Todesstrafe oder Gewalt und Krieg Schutz gefunden hat, wird sich erst dann auf das Lernen der deutschen Sprache konzentrieren, sich um Arbeit bemühen und besser in das Gemeinwesen integrieren können, wenn er nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben seiner Kinder oder seines Partners, seiner Partnerin in Sicherheit weiß. Und vor diesem Hintergrund ist es nun wirklich mehr als bizarr, dass ausgerechnet Staatssekretärin Serap Güler, ich erinnere, zuständig für Integration, sich in die Debatte einwirft und sagt, man habe den Menschen nicht Integration versprochen, sondern lediglich Schutz geboten. Es ist an Erbärmlichkeit nicht mehr zu überbieten, mit welchen vermeintlichen Argumenten die Gegnerinnen und Gegner des Familiennachzugs in die Debatten gehen und sich an Populismus und Verantwortungslosigkeit zu übertrumpfen versuchen. Und hier geht es nicht darum, was Sie, Frau Güler, den Menschen versprochen haben. Integration ist kein Akt der Barmherzigkeit. Sie ist nach geltendem EU-Recht eine Pflichtaufgabe, und hier stehen Sie ganz besonders in Verantwortung. Eine weitere Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzbedürftige
oder gar, wie es jetzt der vorliegende Antrag der AfD darüber hinausgehend fordert, dessen komplette Abschaffung sind für uns Grüne völlig verantwortungslos und menschenrechtlich unakzeptabel. Die prognostizierten Zahlen und aktuellen Schätzungen zum Familiennachzug sind absolut überschaubar und ohne Zweifel beherrschbare Größen. Die von der AfD in die Welt gesetzten Zahlen dagegen sind grotesk und pure Hetze ohne jeden Realitätsbezug. Wir lehnen den Antrag ab.